Hallo Schweiz, willkommen zu den News auf TVO. Aus 85 macht 77. Im Kanton St. Gallen soll es bis im Jahr 2013 weniger Gemeinden geben. Gemeindefusionen forcieren tut die St. Galler Regierung. Heute ist das neueste Fusionsprojekt vorgestellt worden. Simon Rickling. Geht es nach den Gemeindebehörden von Ganterswil und Bütschwil, sollen die beiden Gemeinden schon bald eine sein. Das bedeutet Gemeindeverwaltungen und Primarschulen unter der Führung von einer politischen Gemeinde. Durch eine Einheitsgemeinde Bütschwil-Ganterswil können Verwaltungskosten gespart werden. Zusätzlich wird der Kanton eine Fusion mit 8,36 Millionen Franken unterstützen. In Bütschwil sieht man fast noch Vorteile, die durch eine Fusion entstehen würden. Das Hauptziel der Fusion ist ganz klar, wir wollen eine Verbesserung der finanziellen, von der wirtschaftlichen, aber auch von der administrativen Struktur von diesen beiden Gemeinden erreichen. Das ist das Hauptziel und diese Synergien nutzen. Neben dem Zusammenschluss von Bütschwil und Ganterswil sind im Kanton St. Gallen 5 weitere Gemeindefusionen geplant. Wil und Bronschhofen haben den Zusammenschluss schon beschlossen. Gummiswald-Ernetschwil und Rieden stimmen bald über eine Fusion ab. Nistlau, Krummenau und Stein wollen fusionieren. Auch zwischen Wattwil und Chinau ist der Zusammenschluss ein Thema. Geht es nach den Gemeindebehörden von Ischenbach, St. Gallen-Kappelen und Goldingen, sollen auch diese Gemeinden bald nur noch eine politische Gemeinde sein. In der kleinen Gemeinde Goldingen wehrt man sich aber gegen eine Fusion mit der grösseren Gemeinde Ischenbach. Das eine ist der Demokratieverlust, der ganz klar da ist. Wir haben nachher weniger zu sagen gegenüber den Ischenbacher. Und der andere Grund ist die Bürgernähe von den Gemeindebehörden zu den Einwohnern. Zu dem Thema begrüße ich jetzt im Studio Kathrin Hilber, Regierungsrätin vom Kanton St. Gallen. Guten Abend, Frau Hilber. Grüezi, Frau Kohler. Wir haben es im Beitrag gehört, wegen der Fusion zwischen Goldingen und Eschenbach. Da sind Identitätsängste, Verlustängste herum. Können Sie das nachvollziehen? Ein Teil ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Demokratie da Schritt macht und dass die Demokratie entscheidet, ob man diesen Schritt machen kann. Aber die Adresse bleibt die gleiche, der Wohnort bleibt die gleiche, die demokratischen Rechte sind die gleichen. Also von dort her denke ich, muss man aufklären und muss man diesen Personen sagen, dass ihnen nichts verlustig geht. Und das ist ja so.